In diesem Video zeige ich euch die seltensten Shiny-Pokémon in Pokémon Karmesin und Purpur. Das Erschütterndste ist, viele wissen immer noch nicht, wie die Paldea-Pokémon in Shiny aussehen. Gebt euch einfach das Video, was wir auf dem Kanal hier hochgeladen haben und teilt es mit euren Freunden. Denkt dran, mit Sandwiches, mit dem Effekt Schillerkraft könnt ihr die Shiny-Chance nochmal verbessern. Fangen wir auch direkt schon an. Felori, Krokel und Quax, die drei Starter-Pokémon, sind zu Beginn des Spiels bei der Starter-Auswahl Shiny Locked. Die könnt ihr also nicht gleich resetten, um ein Shiny-Pokémon zu bekommen. Aber im Verlaufe des Spiels habt ihr die Möglichkeit, euren Starter mit Ditto zu paaren und dann auf ein Shiny zu breeden. Die Shiny-Chance beträgt hier mit der Masuda-Methode, also wenn ihr ein ausländisches Ditto mit eurem Starter paart, bei 1 zu 683. Wenn ihr dann noch den Schillerpin habt, ist die Chance bei 1 zu 512. Kommen wir zu den Legis und den Cover-Legis. Die legendären Pokémon Koraidon, Miraidon, Chongjian, Baojian, Dinglu und Juju sind aktuell alle Shiny Locked. Das bedeutet, die kann man nicht in ihrer Shiny-Form erhalten. Danach zu resetten bringt nichts und breeden macht erst recht keinen Sinn, weil es legendäre Pokémon sind. Diese legendären Pokémon werden vermutlich im Verlaufe der nächsten Wochen, Monate durch Events verteilt oder wer weiß, vielleicht auch durch coole Terra-Raids. Aber das sind erstmal nur Vermutungen. Ich halte euch hier auf dem Laufenden. Lasst schon mal ein Like da für diese hilfreichen Tipps. It's for free, man. Kommen wir nun zum nächsten Pokémon und zwar ist das nächste Pokémon Evoli. Evoli ist relativ selten in der Wildnis zu finden. Wie dem auch sei, habe ich einen Ort gefunden, wo man Evoli ganz leicht fangen kann. Evoli kann man etwas weiter östlich von Pratolino fangen. Ich habe es hier nochmal für euch markiert. Ich war allerdings auch sehr verwundert, wie früh man Evoli schon bekommen kann. Und dann noch als Static Encounter. Bedeutet, Evoli trifft ihr dort immer an. Das wiederum bedeutet aber auch, dass ihr Evoli am besten auch mit der Masuda-Methode züchten müsst, um es in Shiny zu bekommen. Ach ja, falls ihr nicht wisst, wie man da hinkommt, ihr müsst den Reverse Jump drauf haben. Den habe ich hier auch auf unserem Kanal gezeigt. Wie dieser funktioniert, seht ihr auf jeden Fall hier auf YouTube. Ihr braucht die Höher-Spring-Funktion bzw. die Fähigkeit von Miraidon oder Koraidon, welches ihr beim Abschluss der gewissen Herrscher-Pokémon bekommt. Als nächstes Pokémon haben wir hier Dratini auf der Liste. Dratini könnt ihr in den folgenden Gebieten fangen. Ich blende es euch eben kurz ein. Wie auch bei Evoli, relativ schwer zu finden, vielleicht mit einem Sandwich, was Drachen-Pokémon öfter spawnen lässt. Dratini hat im Gegensatz zu Evoli keinen Static-Encounter. Also am besten eins fangen und dann auch hier mit der Masuda-Methode züchten, bis ihr ein Shiny-Dratini bekommt. Das nächste Pokémon auf meiner Liste ist bestimmt bei vielen ziemlich heiß begehrt. Es ist Zorua. Zorua wird nicht ganz so einfach zu finden sein, da es die Gestalt anderer Pokémon annimmt. Allerdings habe ich da einen Tipp für euch. Zuerst begebt ihr euch auf die Reise Richtung Mesclara West. In dem Gebiet findet ihr dann auch Zorua. Mein Tipp lautet wie folgt. Bekämpft erstmal alle Pokémon im markierten Bereich mit Autobattle. Wenn ihr einmal Zorua gefunden habt, könnt ihr danach Zorua bei den wilden Pokémon mit ZL anvisieren, bevor es dann wirklich encountert. Und auch dann hier, wenn ihr Zorua dann gefangen habt, auch wieder über die Masuda-Methode Shiny züchten, bis ihr das Zorua dann endlich in der Shiny-Form habt. Bei Ditto ist es genau das gleiche. Ditto findet ihr im gleichen Gebiet wie Zorua und er wird sich euch auch nicht direkt zeigen. Auch hier, wenn ihr ihn einmal gesehen habt, könnt ihr seine Tarnung auffliegen lassen, indem ihr die Pokémon dort mit ZL-Feuer überprüft. Ditto kann man nicht züchten und man müsste hier einzig und allein auf ein Random Shiny hoffen oder wenn überhaupt möglich auf ein Outbreak, um es ein Shiny zu bekommen. Beim nächsten Pokémon musste ich wirklich sehr lange recherchieren. Gott sei Dank habe ich da im Discord nachfragen können und unser Discord hat uns da wirklich sehr gut weiterhelfen können. Gierspenst könnt ihr aktuell nicht in Shiny bekommen, weder durch Züchten noch durchs Jagen. Es wird wahrscheinlich auch ein Pokémon sein, welches nur durch Event verteilt wird.
Deswegen da nicht versuchen, irgendwie zu züchten oder irgendwie zu encountern. Es ist wirklich shiny locked. Auf dieses Pokémon haben bestimmt viele von euch gewartet. Es ist Riolu. Vorab, Riolu spawnt ziemlich selten. Ich würde euch diesbezüglich dann die Effekte der Sandwich empfehlen. Wie zum Beispiel den Begegnungseffekt für Kampf-Pokémon. Riolu könnt ihr schon ganz früh im Spiel bekommen. Auch hier würde ich euch raten, ihn zu brüten. Wenn ihr keinen Massenausbruch davon bekommt, würde ich sagen, definitiv die Masuda-Methode ausprobieren. Und ich blende euch hier mal eben kurz ein, wo ihr den Spawn von Riolu findet. Auch die nächsten Pokémon werden ziemlich interessant. Und zwar die Paradox-Pokémon. Riesenzahn, Wutpilz, Sandfell, Brüllschweif, Flatterhaar, Kriechflügel, Donnersichel, Eisenrad, Eisenfalter, Eisenhand, Eisenhals, Eisendorn, Eisenmündel und Eisenkrieger bekommt ihr erst in der Nullzone, die ihr erst nach der Story freischaltet. Obwohl die Spawnrate gut ist, finde ich sie schwerer an Shiny zu bekommen als manch andere Pokémon. Paradox-Pokémon könnt ihr nämlich nicht züchten bzw. keine Masuda-Methode darauf verwenden. Beim nächsten Pokémon war ich selber ein bisschen überrascht, dass es so selten oder sollte ich sagen eher seltener anzutreffen ist. Das hängt einfach mit folgenden Sachen zusammen. Ich stelle euch das Pokémon vor, es ist Knapfel. Auch hier würde ich euch raten, wieder Sandwiches oder Essen im Spiel zu essen, welches die Begegnungskraft mit Drachen-Pokémon erhöht. Knapfel sitzt nämlich ziemlich gerne auf Bäumen und Knapfel findet ihr in den folgenden Gebieten der Orte. Welches Pokémon auch auf die Liste kommen muss, werdet ihr sofort erfahren. Was eher weniger selten ist, wiederum die Shiny-Form aber, ist Molung. Und zwar braucht ihr die weibliche Version von Molung, um Ampharos zu bekommen. Bedeutet, dass Molung in Shiny weiblich sein muss, um ein Shiny Ampharos erhalten zu können. Die Chance, dass ein Molung weiblich ist, beträgt nur 12,5%. Ich würde euch empfehlen, ein weibliches Ampharos zu fangen und es dann mit der Masuda-Methode Shiny zu züchten. Über die Zuchtmethode könnt ihr nämlich so gut wie alles bestimmen. Molung findet ihr in folgenden Gebieten. Kommen wir nun zu mit einer der schwersten Shiny-Pokémon in dem Spiel. Darunter ist Dummiesel. Ja, ihr habt richtig gehört. Warum ist Dummiesel so schwer zu finden? Schwer zu finden vielleicht nicht unbedingt. Für die Weiterentwicklung von Dummiesel müsst ihr Hyperbora erlernen, welches das Dummiesel auf Level 32 erlernt. Und von da an könnt ihr nur noch hoffen. Und zwar habt ihr nur eine 4% Chance, dass ihr ein 3-Segment-Form Dummiesel bekommt. Das ist schon ein nicer Flex. Dummiesel findet ihr in den folgenden Gebieten. Ich blende es euch eben ein. Bei dem folgenden Pokémon ist es genauso. Zweeps entwickelt sich mit Level 25 im Kampf und von da an habt ihr wieder keine Kontrolle mehr. Zweeps kann sich jetzt in Fampeeps, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Dreierfamilie oder Fampeeps Viererfamilie entwickeln. Die Chance, die Dreierfamilie zu bekommen, liegt auch hier wieder nur bei 4%. Dann noch Shiny macht das Ganze ziemlich schwierig. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr eines dieser Pokémon in Shiny habt und liked das Video, Leute. Ich halte die Videos extra so kurz wie möglich. Teilt es mit euren Freunden, Bekannten und abonniert auf jeden Fall. Ja? Viel Spaß noch beim Zocken. Wir sehen uns.